Herzlich willkommen bei einem weiteren Projekt-Video auf meinem Kanal. Heute geht es um die Rechte des Käufers. Und ihr habt jetzt eine Ware praktisch im Laden gekauft. Diese Ware, die funktioniert nicht so ganz. Und jetzt seid ihr im Laden und sprecht den Verkäufer an wegen Umtausch. Ja, jetzt habt ihr die Rechte so gesagt auf neue Bestellung. Also neue Ware oder die Nachbesserung. Nachbesserung ist in dem Fall Reparatur. Gibt es ein, so gesagt, ein Zeitfenster, was jetzt eingehalten werden muss? Es gibt einmal ein gesetzliches Zeitfenster und einmal ein nicht gesetzliches Zeitfenster. Und wenn in dieser Zeit, so gesagt, diese Nachbesserung nicht passiert ist, das heißt, ob ihr es repariert bekommen habt oder neue Ware selber stattdessen bekommen habt, denn ihr wollt ja jetzt nicht direkt das Geld, sondern ihr wollt direkt die Ware wieder haben, dann geht es praktisch in den zweiten Schritt. Denn beim Scheitern der Nacherfüllung geht es um nachrangigen Recht. Hier habt ihr Recht, so gesagt, um Preisreduzierung. Das heißt, dass ihr den Preis, so gesagt, erstattet entweder bekommt oder Preis reduziert wird auf diese Ware. Was jetzt in dem Fall, wenn ihr die Ware schon gekauft habt, schon passiert ist. Ihr könnt zurücktreten und die Ware nicht annehmen, somit bekommt ihr das ganze Geld zurück. Aber wenn jetzt da nur kleine Mängel sind, dann würde ich dann doch eher die Reduzierung in Kauf nehmen, weil wenn man die Ware haben will, sind wir ja alle gleich, dann zahlt man doch gerne eher weniger und die Nachbesserung könnt ihr auch mehr kosten. Außerdem, wenn wir jetzt um die Nachbesserung jetzt dann drauf nochmal zukommen, ist es so gesagt, so wenn jetzt der Einzelhändler merkt, oh, das könnte zu viel kosten von der Reparatur, teurer als ein Produkt, dann wird praktisch eine Neubestellung. Aber jetzt wird alles mit dem Käufer abgesprochen. Bei einem nachrangigen Recht hat man ja das mit dem Zurücktritt. Das heißt, der Käufer kann vom Kauf zurücktreten, bekommt das gesamte Geld wieder. Dann haben wir die Reduzierung. Schadensersatz, weil wir halt nicht schuld sind, das kann auch in manchen Fällen auftreten. Also wenn der Einzelhändler, der Händler sich jetzt nicht darum gekümmert hat, dass die Ware repariert wird oder dass wir die neue Ware stattdessen bekommt, also ein Austausch, Umtausch so gesagt, der stattfindet, dann ist halt, kann man ja Schadensersatz fordern. Denn man hat für die Ware Geld ausgegeben und man will natürlich die Ware wieder haben. Dann gibt es so gesagt noch den Ersatz vergeblicher, aufwendiger. Dann gibt es noch den Ersatz der Aufwendungen, die man praktisch mit dieser Sache zusammengebracht hat. Ihr habt jetzt praktisch die Ware abgegeben und ja, euer Recht ist ja auch so gesagt, wenn ihr habt ja eine Aufwendung gemacht, ihr habt ja extra die Ware hingebracht. Und das kann man ja theoretisch auch als Aufwendung zählen. Wenn ich irgendwas Falsches labe, dann korrigiert mich bitte unten in den Kommentaren. Das wäre sehr liebreizend von euch. Jedenfalls, wenn das so ist, können wir auch einen Ersatz der Aufwendung fordern. Also einen Ersatz dafür, was wir getan haben, dass wir die Ware hingebracht haben, dass wir alles mitgebracht haben und wir haben jetzt keine neue Ware bekommen oder auch keine neue Bestellung. Dann gibt es aber noch den speziellen Fall, dieses nachrangige Recht kann, so gesagt, eingeschränkt werden unter Kaufmännern. So gesagt, kann es da so sein, dass ihr jetzt keine bestimmten Kosten zahlt beim anderen Kaufmann. Das ist weitaus klar, weil zum Beispiel unterm Verkäufer zahlt man ja nur netto. Netto Verkaufspreis, wie es ein Brutto an der Kasse. Das kennen wir doch schon. Netto behält der Markt. So, und diese Aufwendung ist praktisch so, dass von Kaufmann zu Kaufmann muss keine Mehrwertsteuer gezahlt werden, denn die sind ja schon bei der Lieferung mit enthalten. Also du brauchst ja jetzt keine Mehrwertsteuer zahlen, du verkaufst es ja nur an den Händler zum Händler und dadurch entsteht keine Mehrwertsteuer. So, dann kann man es noch unterteilen zwischen Schaden statt Leistung. Das müsst ihr euch jetzt in dem Sinne vorstellen. Ihr habt die Ware jetzt abgegeben und die Mängel, die wurden halt nicht repariert.
Schaden statt Leistung, sagt es ja. Das kann halt durch das Verschulden des Verkäufers passieren oder durch bei der Mangelhaltigkeit der Ware. Mangelhaltigkeit der Ware heißt, dass sie nicht qualitätsgerecht ist, also kein Preis-Leistungs-Verhältnis hält. Mit den ersatzvergeblichen Aufwendungen, da kann wie gesagt wieder der Verkäufer dran schuld sein, es kann ein erheblicher Mangel zu sehen sein. Zum Beispiel, was haben wir jetzt da? Eine Box, eine ganz normale Musikbox, wo Musik raustönt. Diese Box hat zum Beispiel ein Loch drin. Genau da, wo die Zapfenwoofer sind. Wer jetzt nicht weiß, was Zapfenwoofer sind, das kann man. Kann ich auch später erklären. Oder ihr sucht euch einfach die Begriffe im Internet raus. Da werden sie erklärt. Jedenfalls, genau am Zapfenwoofer ist ein Loch. Also ihr habt dieses Drahtgeflecht, was ja bei den bei der Box ja so ist. Also ihr habt dann so dieses Drahtgitter und habt dann hier so die Box. Und ja, da ist jetzt praktisch ein Loch. Sagen wir mal, durch das das Loch da ist, kann er nicht mehr seine volle Qualität zeigen. So gesagt, ist ein nicht ganz erheblicher Mangel. Ein erheblicher Mangel wäre jetzt, wenn dahinter jetzt noch der Zapfenwoofer kaputt wäre. Denn ihr hättet keine Musik. Es wäre ein erheblicher Mangel, ihr könntet diese Ware nicht mehr benutzen, so wie sie eigentlich gebraucht werden würde. Natürlich können wir jetzt den Zapfenwoofer austauschen. Aber sagen wir mal so, man kann nicht jede Box aufschrauben, das ist meistens auch verklebt. Ja Leute, wenn das euch gefallen hat mit dem Video, dann habt doch viel Spaß beim weiteren Video irgendwie von mir. Oder habt noch einen schönen Tag. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss Kowski.